Heyo, was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zum nächsten Rewards-Video. Es stehen wieder Weekend League und Division Rivals Belohnung an. Ihr seht im Hintergrund schon das Team, was wir uns im Stream für diese Weekend League gebaut haben. Ich denke, so wird es auch bleiben. Mal gucken, was wir jetzt noch aus den Rewards bekommen. Aber das Team of the Week sieht auch nicht so krass aus. Wäre natürlich trotzdem nice, wenn wir ein paar Münzen machen können. Da haben wir noch den Deolofeo. Keine Ahnung, ob der so ausgesprochen wird, er spielt. Vielleicht kommt der auch noch irgendwie ins Team, aber ich glaube, der wird eher Super Sub sein. Ich glaube, das ist das bisher beste Weekend League Team, was ich so gebaut habe. Von allen Positionen her sind das so ungefähr die Karten, die ich da auch für am stärksten halte. Torwart natürlich immer so eine Sache, keine Ahnung. Da wechselt man gerne mal durch, aber Areola ist eigentlich bisher ganz nice. Dann sind das auch die allerersten PS5 Rewards, weil ich habe jetzt über Nacht heute die PS5-Version runtergeladen. Ich glaube, im Menü merkt man das ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht genau, ob die Pack-Animation gleich anders ist. Wir werden sehen. Das Team of the Week können wir uns noch kurz angucken. Ich glaube, hier kann man das sehen. Ja, so sieht's aus. Also, es sind echt sehr, sehr wenig Metakarten dabei. Eigentlich bis auf Rafinha, Griezmann und Lautaro Martinez wirklich gar nichts, was man gebrauchen kann. Der sieht nicht schlecht aus, aber dann sieht man, dass der 79 Antritt hat. Dann ist er auch schon wieder unspielbar. Auf der Bank sowieso nichts dabei. Es sind nicht die interessantesten Player-Picks, aber ich muss sagen, wenn ich einen Lautaro bekomme oder einen Griezmann, dann wäre ich auf jeden Fall schon zufrieden. Naja, was heißt schon? Das sind zwei Stück. ja, aber was soll's. Mal gucken. So, wir gehen rein in die Division Rivals Rewards. Vielleicht ziehen wir ja hier auch was Dickeres. Vielleicht ist jetzt mal Zeit für eine Icon. Ich habe auf jeden Fall wieder Rang 1 geholt. Wir werden auch wieder die Untrade Packs nehmen, weil es gibt ja wieder zwei Baby Icon SBCs. Die allererste habe ich gemacht. Die habt ihr vielleicht gesehen. Wurde ja als Icon Roulette hochgeladen. Ist auch richtig gut angekommen. Das freut mich, dass euch das so gut gefallen hat. Und dann will ich vielleicht mit den Untrades noch eine Icon SBC machen oder generell noch für SBC-Content. Es kommt ja jetzt am Freitag das Team of the Group Stage. Da bin ich auch gespannt, was uns erwarten wird. Erstes, okay, es geht auf jeden Fall viel schneller. Also die Animation ist auf jeden Fall ein bisschen anders. Das Pack ging deutlich schneller auf. Radetzky ist natürlich jetzt nicht so geil. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ein Unterschied. Jetzt müssen wir mal gucken, ob man auch über den... Also ich weiß nicht, ob die Animationen sich generell geändert haben, dass man vielleicht auch Walkouts nicht mehr erkennt oder so. Vielleicht ziehen wir heute ein, dann würde man es daran erkennen. Aber jetzt gerade fand ich schon extrem schwer, einen Balkenspieler zu erkennen, weil es so schnell durchgegangen ist. Ja, es geht einfach nur schneller durch. Aber Balkenspieler erkennt man immer noch gleich. Das wird Ibrahimovic sein. Ich weiß auch wirklich nicht, wie oft ich den dieses Jahr schon gezogen habe. Ich glaube, Ibrahimovic und Dzeko stehen ganz oben auf meiner Liste. Ja, und ich glaube, den habe ich auch schon als Untrade, natürlich. Also ich habe einmal am Anfang von FIFA einen Megapack Neymar gezogen. Aber seitdem, aus dem Draft war das, glaube ich, damals. Und seitdem, glaube ich, alle Megapacks komplett Schmutz. Nicht mal ein Walkout. Also die sind dieses Jahr so schlecht, dafür, dass es 35k-Sets sind. Wir gehen aber ins erste 125k-Set rein und haben nicht mal einen Balkenspieler. Wollt ihr mich verarschen? Okay, da kann aber was hinter sein, glaube ich. Aber kein Walkout, soweit ich weiß. Das war nix. Ja, das waren bisher wirklich absolute Schmutzpacks. Ich hoffe, im letzten sehen wir jetzt wenigstens mal einen Walkout. Ansonsten müssen wir auf die Food Champions Rewards hoffen. Und die... da möchte ich eigentlich nicht drauf hoffen müssen. Es kann doch nicht wahr sein. Jetzt gebt mir mal bitte einen nicen Spieler und kein Varan. Ich habe Varan dieses Jahr dreimal Untrade gezogen. Es ist ein Walkout. Das ist schon mal sehr gut. Brasilien. Ah, oh mein Gott, ich dachte gerade, ich habe so den Neymar gesehen. Ederson 88 ist okay. Ich habe so Neymar vor meinen Augen gesehen. Neymar Untrade wäre wild gewesen. Hätte ich auch das dritte Mal Neymar gezogen. Dieses Jahr aber zum ersten Mal Untrade. Naja, so ist es nicht gekommen. Wir haben noch einen Inform drin. Depay ist ja auch. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Was ist das für ein Pack? Aber ich habe Kanté schon Untrade. Ey. Ich habe Kanté und Varane, die einzigen Walkouts, die ich untrade habe. Und ich... Das ist eigentlich... Digga, es kann nicht wahr sein. Ich schwöre, es kann nicht wahr sein. Ich ziehe sonst nie Kanté. Ich habe letztes Jahr, glaube ich, nicht einmal Kanté gezogen. Und wenn du den schon als untrade hast, dann wird er dir hinterhergeworfen. Das ist... Boah, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also, ich glaube, ab nächste Woche werde ich Tradable Rewards nehmen. Das kann ja nicht wahr sein. Sissoko auch noch im Pack. Den hatte ich schon untrade. Hey, Mann, was muss ich hier abstoßen? Kanté abstoßen tut so weh. Das tut noch so viel mehr weh als Varane. Es sind einfach
400.000 Coins. Egal, weiter geht's. Weekend League Belohnung. Es ist ja inzwischen ein gutes Packlack gewesen, muss man ja wirklich sagen. Inzwischen? Wollte ich da gerade für ein Wort sagen? Erstmal, ich muss mich wirklich für meine Lostzeit entschuldigen. Es ist 9.21 Uhr. Ich bin gerade aufgestanden, nachdem ich noch sehr, sehr lange wach war, weil ich sogar überlegt habe, ob ich nicht sogar durchmache für die PS5-Version, weil ich so gehypt war aufs Spielen. Aber das gab's nicht. Das kam nicht in Frage. Wir sind bei den Player-Picks, also wir müssen uns nichts vormachen. Bis auf Rafinha, Griezmann und Martinez ist alles Absturz. Aber einer von denen wäre schon ganz nice, wobei auch Rafinha möchte ich eigentlich nicht haben. Lieber ein Martinez oder ein Griezmann. Ich muss sagen, die Goldkarte von Martinez hat mir am Anfang von FIFA ein bisschen Spaß gemacht. Wir gehen rein in den ersten Player-Pick. Ja, und der ist verdammt scheiße. Der Typ hat zwar gutes Pace und auch 99 Beweglichkeit und so, aber spielen würde ich den auf gar keinen Fall. Nehme ich Aguilar mit. Direkt der nächste hinterher. Es ist ja auch so, dass wir leider nicht die Best of Tots ziehen können, aber wir haben Martinez gezogen und da muss ich sagen, bin ich mega zufrieden mit, weil den wollte ich haben. Das ist eine geile Karte, die macht Spaß zu spielen. Tja, das ist echt nice. Also Aguilar und Martinez, da kann ich mich nicht beschweren. Pacheco wäre auch noch drin gewesen, Boyata. Ist auch sogar 200k wert, also scheint auch echt relativ unwahrscheinlich zu sein, den zu bekommen, weil die Player Picks gehen ja immer nach Preis. Ist ein bisschen schade, dass es keine Best of Player Picks gibt. Das wäre jetzt natürlich ultra krank gewesen, hätten die das Best of noch in die Player Picks reingetan. Gerade bei so einem schlechten Team of the Week. Weil es ist auch so, wenn man, während man Weekend League spielt, wissen würde, für welches Team of the Week man spielt, also angenommen, die Weekend League Belohnungen würden mittwochs kommen, dass dann immer das Team of the Week schon eine Woche da wäre, dann glaube ich, hätte ich bei diesem Team of the Week ganz sicher nicht so lange gespielt. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das finden würdet, wenn man schon bei der Weekend League weiß, für welches Team of the Week man überhaupt spielt, also für welche Player Picks. Aber ich glaube, dann würden gerade bei solchen Team of the Weeks nur die Hälfte der Leute Weekend League spielen. Deswegen ist schon sinnig von EA, wie die das gemacht haben. So, wir gehen in den letzten Player Pick rein, können es aber bisher nicht beschweren. Martinez und Aguilar sind echt nice und kriegen hier jetzt einen Weghorst, Neuhaus, Boyata. Ich denke, ich werde einfach Weghorst nehmen. Für den SPC-Content. Das ist ein kompletter Bundesliga-Player-Pick bis auf Aguilar. Nehmen wir Weghorst noch mit. Und ja, insgesamt ist das ganz in Ordnung. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen, was wir hier bekommen haben. Gucken, was wir noch in unserem Dreier-Set und in dem 100k-Set bekommen. Ich muss sagen, ich könnte auch das Dreier-Set aufbewahren. Aber ganz ehrlich, hier habe ich drei Spieler drin, die wenigstens einigermaßen was wert sind mit Rafinha, Martinez und Griezmann. Und wenn ich einen davon bekomme, ist es eigentlich schon ganz gut. Deswegen aufbewahren. Scheiß drauf. Vielleicht gibt es ja einen Griezmann. Komm schon. Ist es ein Walkout? Das ist sehr gut. Wobei, es kann auch ein Weghorst sein. Ah, perfekt, Digga. Oh, noch so predicted. Scheiße. Okay. Ah. Den kann man, denke ich, abstoßen. Die beiden behalte ich mal. Naja. Ist okay. Jumbo seltenes Spielerset. Damit beenden wir das heutige Pack-Opening. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielleicht hier nochmal ein Walkout. Nein. Aber ein Balkenspieler. Vielleicht ein Mondi. Nein. Oh, scheiße, Hakimi. Alter, ist das scheiße. Oh Gott. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. War ja heute leider nicht das beste Team of the Week zu ziehen. Aber ja, die Player-Picks sind tatsächlich gut. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Und ich hoffe, ja so ein bisschen, auch wenn ich kein Barca-Fan bin im Herzen, hoffe ich ein bisschen, dass der im Sommer zu Barca wechselt, weil es gibt so keinen Stürmer auf der Welt momentan, den ich eher im Barca-Trikot sehe, als Lautaro Martinez. Aber mal schauen. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich danke euch für alle Bewertungen. Macht's gut. Danke für die ganzen Kommentare, immer auch bei den Weekend-League-Videos und so weiter. Macht echt Spaß, die zu lesen. Euch hoffentlich auch gute Rewards. Schreibt mir gerne rein, was ihr gezogen habt und haut rein. Let's go.